Dorf in Mittelengland. Die Familie Shaw, Mutter, Vater und die 13-jährige Tochter Rebecca, gehen noch mal ganz kurz in die Hügel, bevor sie wieder abreisen nach ihrem alljährlichen Urlaub. Nach einer Stunde kehren sie wieder zurück ins Dorf. Allerdings um eine Person dezimiert. Rebecca ist nicht dabei. Die Eltern gehen natürlich die Strecke sofort noch mal ab und suchen nach ihrer Tochter, aber sie können sie nicht finden. Rebecca ist weg. Der Autor John McGregor führt uns jetzt nicht etwa in ein Ermittlerteam ein, was nach dem verschwundenen Mädchen sucht. Nein, er führt uns vielmehr in die Dorfgemeinschaft ein und guckt ganz genau, was passiert mit Menschen, wenn so eine plötzliche Leerstelle in das Leben tritt. Das plötzliche Fehlen einer Person, mit der man vielleicht gar nicht so eng verbunden war, aber doch einen Kontakt hatte. Es vergehen 13 Jahre, in denen nach Rebecca gesucht wird. Zwischendurch wird mal eine blaue Weste gefunden von einer Hundespaziergängerin, die aber einfach achtlos weitergeht und man sich als Lisa fragt, wie kannst du, das ist doch ein Hinweis. Oder einem Jugendlichen fällt ein, ach Mensch, einen Abend vor dem Verschwinden Rebeccas wollte ich mich doch noch mit dir getroffen haben. Der Autor streut also Hinweise, so ein bisschen wie so ein literarisches Puzzle, erfüllt aber nie so ganz die Sehnsucht nach einer Aufklärung. Und das macht er auf unglaublich geniale Weise. Ich war noch nie so angespannt bei einem Buch, was kein ausgewiesener Krimi ist. Wer Lust hat auf Genresprengung, ist mit John McGregors Buch Gold richtig.